Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Pokémon Sierra. Und ich habe das Geheimnis von Lugia gelöst. Es ist, naja. Komm. Was starrst du mich so an? Noch nie ein Lugia gesehen? Oder was? Ja. Es ist kein Bug oder so, es ist absichtlich reinprogrammiert. Naja, wir befinden uns jetzt hier, nach einem misslungenen Kampf auf einer Route. Den haben wir schon gekämpft. Ja, genau, gegen diesen haben wir ja verloren. Ich kann diese Bäume nicht mehr sehen. Ich habe gar hätte große Lust, sie abzufacken. Tut mir leid, fackeln. Pyro, eine Herausforderung von Pyromain. Timo und es wird ein Equor von ihm angesetzt. Und ich setze meinen Hundus ein. Dann geht's auf in den Kampf. Oh nein, verdammt. Ja. War ja klar. Mir geht's inzwischen wieder besser, aber gestern ging's mir ganz scheiße. Und ja, ich bin jetzt zu Hause. Meine Mutter, mein Vater sind am Arbeiten. Das heißt, ich habe Cartoon lassen, was ich will. Ja, meine Stimme ist jetzt gerade noch nicht so gut, aber sonst geht es eigentlich noch. Gestern hatte ich ganz schwere Kopfschmerzen. Hatte ein bisschen Hochfieber. Und es ging mir wirklich nicht gut und es war eine gute Idee, dass ich hier in die Schule ging. Und heute haben wir voll einen langen Tag und morgen haben wir Sexualkundeprüfung. Was ich eigentlich nicht verpassen möchte, aber naja, was soll's. Ich muss wahrscheinlich morgen auch noch zu Hause bleiben, weil meine Mutter ist dann immer so, wenn ich einmal krank bin, dann lässt sie mich ganze 3 Tage zu Hause. Und damit ich mich erholen kann und nicht irgendwie groß noch etwas mache. Naja, meine Noten werden so immer schlechter und ich kann mich eh nicht konzentrieren, wenn ich ich krank bin. Naja, du fackelst wohl nicht lange, oder? Nein. Oh cool. Hier scheint das Spiel mit dem Feuer zu liegen. Ja, ich habe ein 100er auf. Boah, diese Teile nerven echt. Unnütze Information, wir befinden sich hier auf dem höchsten Punkt des Areals. Meine Pokémon sind so schön, gegen sie stinkst du komplett ab. Wow. Das glaube ich nicht. Diva Gretchen. Keine Diva heißt Gretchen. Oh, Evoli. Blut. Also die Scratches sind schon richtig toll gelungen. Muss ich dazu sagen. Zugeben. Richtig, aber alle können irgendwie Sandwirbel. Keine Ahnung warum. Naja, ich kratz ab, wenn er Volley angreift. Ja, mit Carpador kann ich ja nichts anfangen. Platscher. Wobei ich könnte sie ja trainieren und dann zu Garados entwickeln lassen, aber bis das passiert, naja. Ja, das hat irgendwie keinen Sinn, ne? Platscher ist ja extrem effektiv. Boah, komm schon. Ja, endlich. Wir verlieren die ganze Zeit.
Ich weiß nicht, wie ich, warum, aber es nervt. Das nervt extrem. Okay, wir gehen wieder zurück zu dieser Trainerin und besiegen sie diesmal. Tut mir leid. Okay, weiter geht's. Okay, diesmal besiege ich dich, du Scheißdieber. Okay, Tackle. Immer schön draufhauen. Gut so, weiter. Oh, verdammt. Ja, sie ist besiegt. Yay. Wird Kitsumi. Was ist Kitsumi? Nein! Das Viech sieht ja aus wie ein Evoli in Erde. Ist das ein Evoli? Was ist das? Okay, es ist ein Normal-Pokémon, vor dem ich extrem Respekt habe. Okay, Leute, ich glaube, wir sind ein wenig zu schwach für diese Trainerin. Deshalb umgehen wir das mal und ja, wir sehen uns gleich. Bis so, da bin ich wieder. Jetzt hier am Umgehen der Trainerin. Ich habe mal nicht geguckt und hier hinten hat noch einiges zu entdecken, glaube ich. Die hat extrem viele Shinox. Die wollen wir uns danach später fangen und entwickeln zu Luxior. Aber das kommt ja noch. Oh ja, jetzt hat noch Items. Ich hoffe, dass irgendwann mal ein Ball drin ist. Dann können wir nämlich ein neues Pokémon fangen, weil das wir dringend brauchen. Und Carpador endlich ersetzen, weil dieses Pokémon, das bringt echt nicht. Was? Protzer? Pumpt den Körper auf um den Angriff. Ah nein. Brauche ich nicht, aber die Karte, die brauche ich. Eine praktische Karte, die jederzeit aufgerufen werden kann. Ein aktueller Standort wird auch angezeigt. Und die sieht ja extrem geil aus. Ist einfach grandios. Die neuen Orte sind. Picorina und das Areal Takaribe. Ah ja, Takaribe. Komischer Name. Ja. Mehr gibt es hier nichts zu tun. Ich glaube, wir können zurück und diese Trainerin endlich mal umgehen. Das ist richtig verwirrend hier. Nein, hier geht nicht durch. So. Und ich forse ihn näher. Okay, wir haben sie jetzt gleich umgangen. Und haben wir hier den ersten Script mit einem Terra-Rüpel. Es ist irrelevant, wie lange ich meine Überlegungen daran verschwende. Der Sinn verschließt sich mir nach wie vor. Oh, ich habe dich nicht kommen sehen. Du scheinst mir ein Trainer zu sein. Besteht die Möglichkeit, dass du der besagte Trainer bist, der im Auftrag von Professor Mammutbaum unterwegs ist, auf der Suche nach einem Pokémon namens Rayquaza?
Ja, typisch, der scheint die Jahre zu kommen. Er scheint in die Jahre zu kommen. Früher nahm er sich mit an der Sache noch selbst teil. Wie dem auch sei. Auch ich bin ebenfalls auf der Suche nach Rayquaza. Halt! Im Namen des Gesetzes, bleib stehen, du Typ vom Team Terra, und stell dich der Polizei. Terra-Typ seufzt diese Hilfsherre. Was ist denn Hilfsherre? Naja, egal. Gibt's wohl nie auf. Aber da du schon einmal da bist, wirst du ihn sicherlich beglücken, damit ich seine Präsenz nicht mehr ertragen muss. Ich werde mich auch ein anderes Mal bei dir revanchieren. Versprochen. Okay. Und da kommt der unser Rivale. Du hast doch gerade mit Terra-Typ gequasselt. Das bedeutet, du gehörst ihnen ebenfalls an. Dann werde ich dich jetzt verhaften. Nein, danke. Ich verzichte darauf. Was? Du leist Widerstand? Dann werde ich dich eben mit einem Kampf bezwingen müssen. Jetzt hör mir doch erstmal bis zum Ende zu. Attacke! Und ja, jetzt der erste Kampf gegen Aura wird ein guter Kampf. Es ist nämlich ein Kaumelatz ein. Und ja, das will ich unbedingt haben. Ich liebe Drachen Pokémon und ich habe schon auf von Diamant an habe ich mein Dragonier gefangen. Hab's dann entwickelt bis zu Pokémon Schwarz und Weiß. Und ich habe sicherlich jede Arena einmal mit meinem Dragoran durchgemacht. Also von Platinern. Weil, ja, ich hab's in Diamant und so entwickelt. Und Kaumelat ist verbrennt und es hat Sandsturm eingesetzt. Wir gewinnen. Luster erhält. Oh, Shinox. Nein, ich setze nicht Carpador ein. Glut. Immer weiter Glut einsetzen. Immer schön weiter Glut einsetzen. Und es ist besiegt. Das war ja eigentlich nicht gerade so schwierig, aber. Naja, oh, Smog. Das ist immer gut. Das Gesetz darf nicht verlieren. Giefi gewinnt 768 Poké-Dollar. Wie konnte das nur passieren? Hörst du mir jetzt endlich zu? Hör zu, Schurke. Diesmal magst du mich bezwungen haben. Aber das nächste Mal wird das nicht gelingen. Das schwöre ich zu. So wahr ich der internationalen Polizei angehöre. Ist das traurig. Keiner dieser Leute zeigt auch nur annähernd Interesse, mir zuzuhören. Ja, oh, wir sind in der Kleinstadt. Oh, ein Besucher. Herzlich willkommen, Picorina. Picorna. Oh. Der heranwachsende Metropole des Terra-Forests. Als Zeichen der Freundschaft unserer Einwohner möchte ich dir ein Willkommensgeschenk überreichen. Trophäen. Truppenbriefe erhalten. Wow, diese Großzügigkeit lässt sich kaum in Worten fassen. Mann, deine Worte sind eine Wohltat für meine Ohren. Der Kerl freut sich doch tatsächlich über so einen Müll. Und für so einen Schrott, den man im Supermarkt hinterhergeworfen bekommt, wenn man die Tür nicht schnell genug zumacht, hat der Kerl mich jetzt aufgehalten. Ja, die sind alle ein bisschen daneben. Oh nein! Ich nach. Hallo? Hallo, ich würde gerne in den Markt. Ich nach. Es hatte keinen Zweck. Der schläft tief war seine Relax so im Winterschlaf. Aber wir gehen ins Pokécenter und speichern hier erstmal. Ja. Für 300. Bist du krank? Willst du mich verarschen? Die hat mir tatsächlich auch verdammt, was bist du für eine Mann?
Ist so. Ist so, lenk nicht von dem ab. Du kommst hier nur durch, wenn du die Erlaubnis von Ivan bekommst. Wo finde ich diesen Ivan? Sehe ich aus wie ein Touristenauskunft? Finde ihn doch selber. Ist wohl ein Arena-Leiter. Und ich schätze mal, das ist Ivan. Ich grüße dich. Ich bin Ivan, um genau zu sein, der unglaubliche Ivan des Terravores. Du hast sicherlich schon von meinem großen Heldentaten gehört und möchtest nun ein Autogramm von mir bitten. Nein, danke. Ich trage schon genug Sachen mit mir herum. Ich brauche nicht ein kostenloses Schmierzettel als Reingabe. Ivan, aber ich bin doch der unglaubliche Ivan. Das hatten wir schon. Ich bin nur hier, da ich einen Pass benötige, um tief nach Real ins Terra Forest zu kommen, meine Auftrag zu erfüllen und dann endlich diesen Insel voller Verrückter zu verlassen. Ohoho! Ich kann dir den Pass nicht einfach so überlassen. Vor allem, weil du mein Autogramm verschmäht hast. Du musst mir zunächst deine Stärke beweisen. Kämpf und besiege meine beiden Assistenten. Dann sehen wir weiter. Dann lass uns den Kampf beginnen. Okay, erster Kampf ist gegen Stuntman. Genau will. Wird eingesetzt. Und wir setzen hier gleich mal Smog ein. Dann hauen wir drauf mit Glut. Es leckt hier gerade extrem. Ja, klar, war ja ich vorher. Ja. Nein, nicht! Ja, klar. Wie wollen wir das anstellen? Naja, egal. Wir sind jetzt bei 17 Minuten und 42 Sekunden angelangt. Und wir wollen hier irgendwie weg. Können das aber nicht aus, weiß doch welchen Gründen. Von Josh. What the hell? What the fuck, man? Was ist hier passiert? Wer war das? Wer tut sowas Grausames? Wer tut so... Moment mal, ich habe ja vergessen, wir sind hier in einer Stadt. Ja, keiner. Ja, ich gar keiner zu Hause. Ein so ein junger Mann aus der Purity gerannt wurde, träumt er davon, selbst einmal ein Held zu werden, so wie der Retter. Warum hat er ihn damals nicht einfach absaufen lassen? Das wäre eine Wohltat für die höheren Bevölkerung gewesen. Früher hatten ein Mann und ich uns die lässigen kleinen Büsche gekümmert, aber jetzt haben wir einfach keine Lust mehr dazu. Du siehst mir nach einem formidablen Trainer aus. Man macht nur mit der die Unkraut aus dem Weg schaffen kannst. Unglücklicherweise habe ich es verlegt, weißt du was? Komm doch einfach später vorbei, dann gebe ich sie dir. Was bist du? Meine Güte. Muss ich hier zuerst mal Ivan besiegen? Weil er einfach zu faul ist, um selber was ordentlich zu machen. Naja, kämpfen wir doch mal gegen den Jungen. Nur aus dem Nichts nutzt Tim. Oh, Shinox. Oh, das ist einfach Glut. Und Volltreffer. Nein! Ja. Du hast mich besiegt, wie soll ich immer niemals wieder die Augen schauen können? Lass uns den Kampf beginnen! Ja, finde ich auch.
Scheiße, leckt hier gerade extrem. Nein. Kampf von Tackle. Smog. Ja, er wurde vergiftet. Können wir gleich nochmal richtig reinhauen. Ja, und Nick Foles ist besiegt. Und wir erhalten den Pass von Ivan. Vielleicht kannst du auch Ivan schlagen, der ist aber wahrscheinlich noch sauer, weil du sein Autogramm abgelehnt hast. Okay, wir speichern hier. Und reden ihn nochmal an. Was, du hast beide besiegt und was, das hätte ich wie dir nicht zugetraut, aber gegen den unglaublichen Ivan hast du keine Chance. Ich zeig dir keine Gnade bei Leuten wie, ja, mein Autogramm ablehnen. Auf in den Kampf! Und hält Ivan. Püffchen. Jo, wir setzen hier wieder mal Glut ein. Was jetzt eigentlich nicht mehr so schwierig sein soll. Wobei, nein, ist nicht so schwierig. Oh, okay. Ja, wir haben immer noch unser Carpador. Und es ist offensichtlich ein Eis-Pokémon, das extrem geil aussieht. Was ich auch unbedingt brauche. Okay, ich mache jetzt hier Schluss. Und zwar endgültig. Und ich sag dann mal Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Pokémon Terra. Ciao, Leute.